Gönnergy ist heute bei mir angekommen. Digga, ich glaub es nicht. Und Energy brauche ich jetzt, Digga. Oh Gott, ich habe noch nicht getestet, extra fürs Stream nicht. Ich teste jetzt zum ersten Mal und ich teste direkt dieses Gönnergy Raspberry Cheesecake. Das ist die einzige Sorte, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie das schmeckt. Muss es kalt trinken? Ist kalt. Ist kalt. Auf euch, Jungs. Raspberry Cheesecake Geschmack. Ui, 500 Milliliter steht da. Ich mach Taste Check. Ich hab noch nicht getrunken. Ach, Digga, fick doch alles, wirklich. Ach, Digga, es riecht scheiße nach Cheesecake. What the fuck, Digga? Boah, Digga, ich bin gespannt, wie das schmeckt. What the fuck? Ich taste. Okay. Interessant. Digga, das schmeckt wie... Boah! Das schmeckt wie... Huh! Das schmeckt wie irgendwas aus der Kindheit. Gut, geil. Also mein Geschmack, I don't know. Es ist... Also der hier, ich finde den ein bisschen zu süß, glaube ich. Ich taste mal die anderen. Das ist Blueberry Coconut. Bitte, bitte sprudel einfach nicht. Post-Chirp. Riecht interessant. Wow. Oho, der ist geil, Digga. Obwohl ich Kokosnuss hasse. Der ist geil, also der ist gerade 1. Rot ist Platz 2. Weißt du nicht, so jetzt gelb. Ich mach gleich Rating, ich muss... Bruder, ich hab Angst, dass ich jetzt gleich... dass da irgendwas explodiert in meinem Körper, weil ich die alle drei gleichzeitig jetzt trinke. Tropical Exotic Geschmack. Ich glaube, der wird am krassesten sein, glaube ich. Aber ich muss einmal kurz... es ist kalt. Ich muss kurz rülpsen. Ja, keine Ahnung, bringt nichts. Okay. Ich muss lachen, wenn ich das trinke. Digga, das gibt mir irgendwie so... Digga, das ist so ein Lachtrank oder so. Warum muss ich jetzt lachen? Ja, aber der ist Top 1. Also der ist geil. Ja, der ist geil. Also wenn ich mich entscheiden müsste von den drei, dann der hier Platz 1, Blau Platz 2 und Rot Platz 3. Rot ist der einzige, wo ich sagen würde, der ist nicht so mein Ding, glaube ich. Aber die sind geil. Gelb und Blau geil. Rot ist... Weiß nicht. Also du trinkst einen Kuchen. Aber das ist der Geschmack. So ist es eigentlich gut. Blau schmeckt überhaupt nicht nach Kokosnuss, oder? Doch. Digga, Blau hat... Hä? Wie geil. Der hat... Hä? Der hat... Ich schwöre jetzt, mein Gott, das ist nichts Schlechtes. Aber der hat Nachgeschmack vom blauen Ronaldo-Parfüm. Hä? Doch. Also, wenn du das trinkst, da hast du diesen Blaubeer-Kokosnuss-Geschmack. Und wenn du dann mit der Nase ausatmest, hast du... Beim Ausatmen irgendwie Ronaldo-Parfüm in der Nase. Ich schwöre, Digga, mach das mal! Nimm mal einen kleinen Schluck von Blau und atmet mit der Nase raus. Das ist lustig. Digga, ich schwöre, mach das, mach das! Motherfucker, Digga, auch wir haben Gönnergy. Hä, kann man das nicht ab heute kaufen oder so? Findest du, die schmecken aber wirklich? Also, ich finde, außer Rot, finde ich, also würde ich mir die so kaufen, ja. Also ich finde Gelb am geilsten, Blau zweiter Platz und Rot ist nicht so mein Ding. Aber ich will ausverkauft. Mann, Digga, ich will rübsen, aber es geht nicht. Letzter Tag vor irrelevant. Nein, das ist ein Joke. Rot ist gut. Kauft euch Rot. Nee, könnt ihr selber testen. Mann, ich kann nicht rübsen.
Du musst so ein bisschen Bäuerchen machen, dann geht das. So. Ja, das war's mit dem Taste-Check. Ich werde absolut hippelig sein, dieses Stream, weil ich diese drei Dosen hier leer trinken muss. Sonst mache ich Lebensmittelverschwendung.